am Anfang, bevor das überhaupt angefangen hat, gab es schon eine Gruppe, die haben das Spiel gespielt. Man stellt sich einen Kreis zusammen, dann schreit man irgendwas, springt zurück und dann muss man versuchen, die Hand des Nachbarns zu erwischen. Und wenn deine Hand erwischt wurde, dann bist du ausgeschieden. Und das Stück habe ich jetzt gestern Abend kennengelernt, war ziemlich amüsant. Oder auch untereinander so verschiedene Theatermeinungen. Irgendwie. Was ist jetzt hier bei unserem Festival, kann man auch sehen, es gibt ein Stück, das ein Drama ist, also so ein fertiges Stück, andere haben es selber sozusagen geschrieben. Und wie interessant ist es, wir sind alle ungefähr gleich alt und die einen machen das eine, die anderen das andere. Und trotzdem sind wir alle mit so einer Leidenschaft dabei und das ist irgendwie das Schöne dran. Also ich habe das Gefühl, dass hier bei diesem Festival wirklich die Theaterverrückten, die aus ganz Bayern, die wirklich für das Theater brennen, dass die sich hier zusammenfinden, dass die dann auch am Abend, wenn eigentlich das offizielle Programm zu Ende ist, dann weiter Lieder singen oder Theaterspiele spielen in so einem informellen Rahmen. Und es sind wirklich im positiven Sinne ganz verrückte, theaterbesessene junge Menschen, die besessensten aus Bayern, die hier jetzt für 3,5 Tage zusammenkommen. Ich habe ein Lied vorbereitet und es geht voll leicht. In Fürth ist es wunderschön, in Fürth ist es wunderschön. Neblig. Na los! Das eine ist Akkusativ und das andere Genitiv. Bitte was? Das ist ja unerhört! Setz dich wieder hin! Also! Ich habe heute zum ersten Mal tatsächlich eine Regenwurm gegessen. Tag 27. Bin zu erschöpft, um weite Strecken zur Nahrungssuche zurückzulegen. Alles dreht sich. Tag 30. Nicht enden wollender Hunger. 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 Also für mich ist das eine ganz interessante Begegnung, dass einfach Gleichgesinnte zusammentreffen und man sich einfach austauschen kann, Stücke anschauen kann, den ganzen Tag über wirklich, das macht man ja zu Hause nicht, dass man von morgens bis abends sich irgendein Stück reinzieht, vor allem nicht von welchen im gleichen Alter. Und es ist einfach unglaublich interessant und macht ganz, ganz, ganz viel Spaß und ich genieße es total, mich austauschen zu können und auch danach wirklich mal zu diskutieren, mehr zu erfahren, wie andere das machen auf der Bühne. Und es ist schon ein besonderes Erlebnis für einen Jugendlichen. Ich fand das ganz links ein Kompliment. Ich fand es nämlich voll geil, dass du dich dann quasi so langsam bewegt hast. Das ist, oder? Habt ihr das so gemacht schon? Yeah. Das ist eine super geile Idee und kam voll cool. Also, Ja, und da haben dann alle mitgearbeitet und wie gesagt auch wieder die Gruppen und aus den Gruppen ist dann dieser Tanz allgemein entstanden. Ja, bitte? Ich wollte zu dem Tanz gleich noch sagen, den fand ich richtig gut, also irgendwie. Hey, wie sieht es eigentlich mit unserem Leben aus? Wir müssen unser Leben ja auch noch irgendwie regeln. Weil jetzt haben wir das Leben von den anderen geregelt und das müssen wir. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, wie offen die Jugendlichen füreinander waren, aber auch für die Art, wie andere Gruppen Theater machen, also durchaus auch eine Neugier auf ganz andere Arbeitsweisen als die eigene und das Klima, die Atmosphäre, die hier geherrscht haben, im Klima der Offenheit, der Neugier und des sich Begegnens, was ich mir vorher erhofft hatte, was sich aber auch jetzt so eingelöst hat. Und die Begeisterung fürs Theater ist, glaube ich, bei allen nochmal angeschürt worden und sind zusätzlich motiviert worden, durch die Tage weiter Theater zu machen und vielleicht auch Theater mal ganz anders zu probieren, wie man es bisher gemacht hat, weil man neue Eindrücke mitnimmt vom Festival. Na bitte, es geht doch. So, alles, was du zu tun hast, läuft über dieses Ding hier. Die Welt wird von einem Computer gesteuert. Nein, nicht wirklich.
Die Welt wird für deine Wahrnehmung so gesteuert, wie es für dich am einfachsten zu verstehen ist. Ah. Die dritte Person ergänzt das Ganze wiederum oder macht es nochmal kritischer, nochmal dicker. Genau. Und es geht immer so, ich bin ein Baum, und der Nächste, ich bin, was weiß ich, bist du ein Baum? Nein, du bist im Moment kein Baum, jetzt bist du ein Baum. Ich bin das Astloch und jemand Drittes könnte noch sein, keine Ahnung, der Wurm. Zum Beispiel. In den Workshops geht es darum, dass die Jugendlichen miteinander in Kontakt kommen im Medium der Kunst und dass sie da sich begegnen. Und die Workshops haben ganz verschiedene Schwerpunkte, sodass jeder nach seiner Neigung sich da was aussuchen kann. Es gab Erzählen, also Erzählen für die Bühne, Erzählen vor Publikum. Dann gab es Kontakt-Impro, das ist eine sehr nahe Form des Tanzes, wo man eigentlich in ständiger Berührung und Kontakt miteinander ist. Es gab Grundlagen des Schauspiels bei einem Schauspieler und Regisseur und es gab Improvisationstheater, gibt es in den verschiedenen Workshops. Und alle Jugendlichen haben eben an einem Workshop teilgenommen. Sie ist relativ entspannt, ihre Arme schauen eher, dass sie wissen, wo der Boden ist, falls ich sie fallen lasse. Ja? Genau. Und dann schaut ihr mal beim Runterkommen, dass ihr in Kontakt bleibt. Und dann da, wo es ist, kann das Duett weitergehen. Ja? Das ist sozusagen das Einzige. Genau. Die andere Geschichte nochmal, auch das zum Mitschreiben. Wir stehen wirklich Seite an Bauch. Wir brauchen wieder das Licht. Ich fand es erstmal schön, dass ich auch Kontakt jetzt mit den anderen hatte, weil Donnerstag war ja Anreise, Eröffnung und man kannte noch niemanden aus den anderen Jugendclubs. Dann fand ich es erstmal schön, dass wir so eine kleine Einführung bekommen haben. Also es war recht informativ, weil das war halt jemand, der eben seit, glaube ich, 16 Jahren auch beruflich Erzähler ist und eben diese Workshops gibt. Ich glaube, das ist auch nicht nur wichtig fürs Theater, sondern auch generell im Leben, dass man sich vielleicht irgendwie ausdrücken kann und weiß, wie man Sachen formuliert, wenn man irgendwas empfindet. Und ich finde, es hat halt so viel Spaß gemacht mit Theaterleuten. Also der Spielleiter hat auch gemeint, dass das gut homogen ist und dass es gut harmoniert, wenn halt so viele Gleichaltrige das zusammen so Energie entwickeln. Deutschland ist traurig. Deutschland weint. Die ganze Nation leidet an depressivem Denken. Schon gehört, dass es sehr gut ist. Also es gab es letztes Jahr auch, deswegen haben wir es auch übernommen und ja, man sieht schon, dass es den Leuten gefällt. Also heute habe ich sogar gehört, sie fanden scheiße, dass heute früh keine Zeitung bei ihrem auf dem Frühstückstisch lag, weil eben gestern Stromausfall war. Der Stefan macht die Fotos für die Zeitung. Dann haben wir schon im Voraus aus unserem Jugendclub Leute ausgesucht, die Kritiken schreiben und die tippen sie dann über den Tag hinweg bei mir ab. Und so einzelne Berichte, die werden dann doch so eingereicht oder schreiben wir dann noch am Abend. Aber der Großteil dieser Kritiken eben kriegen wir dann doch schon fertig. Also müssen wir sozusagen nur das, ich bin sozusagen fürs Layout sozusagen zuständig. Thank you.
Die Leute sind mitgegangen, Zwischenapplaus, Szenenapplaus und haben mitgesprochen, auch habe ich gehört. Und dadurch ist es, glaube ich, auch nochmal viel besser geworden, weil wir einfach gemerkt haben, hey, da kommt was zurück. Und das ist dann so ein wirklicher Austausch, der dann stattfindet. Also ich finde, wir verstehen uns alle super und es ist bei Theaterleuten eh so, die sind viel aufgeschlossener als alle anderen. Wenn man jetzt bei irgendeinem anderen Festival ist, dann ist es doch was anderes. Und hier kommt jeder auf dich zu und hallo und ja, ich heiße und ja, es ist schönes Metier. Danke. Ja, das sind wir. Ist das jetzt alles? Ich frage jetzt mal, ob es alles ist. Frag mal, ob es 16 Essen sind. Wisst ihr, wo unser... Es hat immer sehr viel Spaß gemacht, auch mit den anderen Leuten einfach mal zu reden und sich auszutauschen. Es war im Prinzip Geben und Nehmen, also man kann ja immer wieder was von jemand anderem lernen und man tauscht sich dann einfach so aus und hat eine gute Zeit. Was gefällt dir? World of Warcraft! Gehen, aber nur Fairtrade. Gefällt mir! Stimmt's, Wanne? Ja. Das ist genießen. Aber pass auf, dass du nicht bist, einfach schlau. Das trinkt mit Schuhe, oder? Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. So, also, für nächstes Mal, nächste Woche. Wir hatten ja auch gerade ein Aufführungsgespräch, das war auch sehr erfrischend und total schön für uns zu erfahren, dass es so gut angekommen ist, weil wir das nicht vorhergesehen haben und auch nicht so ausgelegt haben. Ja, ansonsten bin ich gespannt auf die nächsten Tage. Ich freue mich schon auf heute Abend, da findet eine Party statt und dann ich freue mich auf ganz viele interessante Menschen und auf ganz viele interessante Meinungen. Aneinander finden. Jeder hat irgendjemanden kennengelernt. Man hat halt die anderen vorher schon kennengelernt, bevor man die Stücke überhaupt gespielt hat. Und das hat dann nochmal so ein richtiges, schönes Feeling rübergebracht von denen, die gespielt haben, weil man halt die Leute schon kennenlernen durfte. Und im Großen und Ganzen war es einfach so ein richtiges Happening und ein schöner Ausklang der Spielzeit.